Herzlich willkommen zurück zu der nächsten Let's Play-Folge von Far Cry Primal. Ich begrüße jeden einzelnen von euch und hoffe, euch geht es gut. Wir nehmen und werfen, eher gesagt, einen kleinen Blick auf die große Karte und schauen mal, was haben wir in der letzten Folge so alles geschafft. Wir waren hier bei dieser Höhle, Schafsteinhöhle, und dort haben wir eine Teichehand und die letzte Höhlenmalerei in der Geschichte von Far Cry Primal gefunden. Dann sind wir hier ein bisschen zu lang gelaufen, haben noch ein Ereignis durchgeführt und haben noch Stücke gefunden, beziehungsweise erstmal gesucht und dann wiederum gefunden. Und dann waren wir auf einmal hier. Heute werden wir mal schauen, was wir heute so alles erledigen werden. Wir werden zuallererst einfach mal nochmal hier lang gehen, zu Venir helfen, suchen, retten und werden dies einfach mal freischalten. Ich bin gespannt. Ich habe es markiert. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt darauf, was jetzt so abgeht. Let's go. Wir gehen dorthin und schauen einfach mal zusammen, was so sich ergibt. Was ist das denn für einer? Scheiß auf den. Aber er. Was machen die? Keine Ahnung, was sie hier so machen, aber... Okay, den haben wir auch. Gut. Hier ist es. Wir sind angekommen. Venir helfen, suchen und retten. Zwei Venir haben sich im Izilla-Territorium verirrt. Suche sie. Oh. Das machen wir zuallererst hier in der Let's Play-Folge. Ich bin gespannt. Wo müssen wir jetzt hin? Suche nach Venir-Jägern. Jägerblick. Okay, da dampft es, aber das ist der Hirsch. Hier sind die Fußspuren, wie ihr das schon sehen könnt. Das heißt, wir müssen irgendwie da lang gehen. Oha. So, dann gehen wir einfach mal. Okay, dort oben. Ich glaube, hier hoch, oder? Den haben wir auch. Dort hinten ist auch noch einer. Selber schuld. Das macht Tushi und das ist meiner. Oha. So, alle weg. Tushi hat es geschafft. Fein, feine Tushi. Ja, fein. Oh, hier liegt einer. Untersuchen wir ihn einfach mal. Der Arme. So, der Weg geht weiter. Tut mir leid. Wolfhäuten. Ja. Hier ist Blut. Und der Weg geht hier weiter. Dort hinten. Oh. Den haben wir. Schon oben einer. Den haben wir auch. Gib mir den Schwert wieder. Danke. Tushi hat auch einen. Aber was müssen wir jetzt hier machen? Ach, hier. Hier liegt einer. Überall ist Blut. Hier zum Beispiel an der Wand. Aber ich glaube, wir müssen hier hoch. Ja, genau, hier hoch. Den Stock nehmen wir direkt mit. Und Tushi ist tot. So, erstmal Tushi wiederbeleben. Hier lag da noch einer. Untersuchen wir ihn. Tierhaut. Warum bückt er eigentlich nicht, sich nicht mehr, wenn er irgendwie was von einer toten Person nimmt? Das werden wir nur mal hier schauen. Der nimmt das direkt. Ja, er nimmt das direkt. Kurios. So, hier. Wir haben dich gefunden. Bitteschön. So, Venir helfen, suchen und retten. Erfolg. Nice, haben wir geschafft. Rotblatt. Können wir ein Rotblatt noch mitnehmen? Das ist die Frage. Wir gucken einmal kurz zusammen in die Beutetasche. Hier. Rotblatt. 12 haben wir davon. Okay. Dann gehen wir jetzt einfach mal weiter. Weil hier hinten... Ich gucke nochmal auf die große Karte. Hier hinten ist auch noch was. Dort.
Ja, wir gehen jetzt dorthin. Erstmal eine kleine Runde schwimmen. Oh Mann, was ist das für ein Stein hier? Südsteinstaub. Okay, jetzt auf jeden Fall sagt er jetzt, ich bin voll. Zum Glück. Ich hatte es kommt gar nicht mehr. So, erstmal den Hügel hier hoch. Boah, so viel Lauferei. Hier ist noch ein Stock. Südahorn. Hartholz. Dort hinten ist es. Wenig Ereignis brauchen wir auch nicht mehr. Wir haben die volle Anzahl der Dorfbevölkerung erreicht, 300 Stück. Krasser Scheiß. Aber hier, sie hat ein Problem. Oh. Hast du eine Brustwarze? Was ist das für ein Gebiet? Stammeskonflikt töten, Aufgabe zum Kartenmenü hinzugefügt. Gut, wir sind jetzt trotzdem schlauer geworden. Naja, aber hier ist eine Tasche. Jetzt aber, Schweine-Sikari-Lager. Schweine? Hab ich Schweine gesagt? Wegen Fußball? Naja, Schwein. Was für ein Sch Ich hab Schwein, ja. Ich kann viel verbinden mit dem Wort Schwein. Schweinerei, Schwein gehabt und so weiter und so fort. Stammeskonflikt töten. Ezilla-Priester töten weniger als Blutopfer. Töte ihre Anführer und durchsuche ihre Leichen. Stammeskonflikt töten. Wo lang? Dort hinten. Gut, dann gehen wir einfach mal dorthin. Den Stock nehmen wir auch noch mit. Hartholz. Können wir einen Stock und Speer herstellen? Ja, okay. Oha, ist aber noch weit. 80 Fußschritte. Okay, ja, wir sind schon da. Wir müssen aber da hoch, oder? Sind aber echt viele. Egal, wir kämpfen. Ich brenne. Hammergeil. Ich brenne. Heiß, heiß, heiß. So. Untersuchen wir noch die letzte Leiche. Wir können alle töten oder wir entkommen aus dem Lager hier. Gut, da hinten ist noch einer. Hier waren wir auch in der letzten Folge drin. Krasser Scheiß. Und dein Feuer hier, ey. Ja, toll, jetzt brennt es da. Ich will meinen Stock wieder haben. Einen Stock wieder. Was hat er dabei? Ah, jetzt auf einmal bückt er sich wieder. Ja, krasser Scheiß. Wir haben es geschafft. So. Schauen wir mal. Dort hinten. Wen ihr helfen, Bestie töten. Das ist auch noch was. Aber hier. Wir gehen jetzt einfach mal da hinten hin. Wir schauen einfach mal, was da so abgeht. Jetzt haben wir schon zwei Sachen erledigt hier in dieser Folge. Krasser Scheiß. Den Stock nehmen wir auch noch mit. Aber mir ist auch wichtig, Stücke zu sammeln. Nein. Also mit dem Speer ist es am einfachsten zu kämpfen. Tushi. Dass du auch immer im Weg stehst, ne? Du. So. Wir müssen da hoch. Am besten gehen wir da lang. So, den nehmen wir auch noch mit. So, hier ist auch noch ein Stock. Hier irgendwo. Hier. Können wir hier runter? Oder werden wir sterben? Na, es geht. Oha. Richtig schnell. So, da unten. Dort gehen wir auch schnell hin. Oha, ein Mammut. Oh mein Gott. Entschuldigung. Ich wollte nicht stören. Wir müssen da lang. Hier runter. Oha. Oh lala. So. Wen ihr helfen, Bestie töten. Dachse haben einer
eine Farm der Itzilla überrannt und töten sie dort Gefangene weniger. Okay, machen wir. Wo müssen wir lang? Dort, wo das Fragezeichen ist, glaube ich. Da, wo wir eigentlich zuerst hingehen wollten. So habe ich mir das eigentlich gedacht. Gerade eben. Aber wir gehen auch dort so hin. Sonnenläufer, Adra. So. Oh la la. Die wollen alle kämpfen hier. Dachs häuten. So, wo sind die anderen restlichen? Die armen Tiere hier, ey. Höhlenlöwen. Laber nicht. Ernsthaft? Ein Dachs hat einen Höhlenlöwen getötet. Krasser Scheiß. Einen müssen wir noch töten und der ist hier. Haben wir. Wir haben es geschafft. GG. Drei Sachen in der einer Folge. Weniger helfen, beste töten. Ja, dich brauche ich nicht mehr. Bitteschön. Bitteschön. So, aber wohin müssen wir jetzt? Wir müssen jetzt wieder zurück zu dem Lagerfeuer. Und von hier aus werden wir dann erstmal die ganzen Sachen machen. Ich vermute mal, dass wir hier in der nächsten Folge hingehen. Feuerkreischer Bollwerk. Feuerkreischer Bollwerk. Hört sich interessant an. Werden wir aber spontan mal in der nächsten Folge uns näher anschauen, was wir machen werden. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und deswegen bin ich jetzt auch langsam wieder raus an dieser Stelle. Aber wir müssen erstmal den Weg dorthin finden. Oh mein Gott, mit dir will ich nichts zu tun haben. Lass mich in Ruhe. Bärenkämpfe haben wir schon so viele gemacht. Hier bei Fuck My Primer. Hör mal, kann man gar nicht mehr erzählen. Krasser Scheiß. Wieder ein schöner Hirsch. Oha. Schönes Tier übrigens. So, machen wir das Lagerfeuer an. Etwas wärmer, kuscheliger, viel schöner zum Schlafen. Wie gesagt, ich bin raus an dieser Stelle. Bleibt gesund, haut da rein. Tschüss und bis bald. Ciao.